Die Rechten haben nicht nur bei den EU-Wahlen viele Stimmen bekommen, sie sorgen auch in vielen Betrieben für eine angespannte und ausländerfeindliche Stimmung. Deshalb haben wir bei ArbeiterInnen und GewerkschaftssekretärInnen nachgefragt. Wie präsent sind die Rechten in den Betrieben wirklich? Wir sind hier an einem regnerischen Apriltag in Rastatt. Hinter uns geht's direkt zum Kundencenter für das Mercedes-Benz-Werk Rastatt. Hier arbeiten so um die 6.500 Menschen und wir beide arbeiten in der Montage, Akkord. Wir wollen herausfinden, wie sich antifaschistische Kolleginnen in den Betrieben organisieren und was sie und die Gewerkschaften tun können, um den Rechtstrend einzudämmen und umzukehren. Ich weiß es, dass ich diesem Listenverantwortlichen irgendwann gesagt habe, hey, ich bekämpfe dich. Du stehst für etwas, du hast es nicht dementiert. Ich bekämpfe dich, weil ich Antifaschistin bin.